Kann ich von meiner verstorbenen Frau die Kindererziehungszeiten übernehmen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Frau ist 2006 verstorben, ich erhalte seitdem eine Witwenrente. Im Jahr 2013 habe ich wieder geheiratet und seit 2018 bekomme ich hier nun endlich meine eigene Altersrente. Kann ich dann erfolgreich bei der Deutschen Rentenversicherung einen Antrag stellen, dass ich für die gemeinsamen Kinder, die ich mit meiner ersten Frau hatte oder habe, die Kindererziehungszeiten, also die Entgeltpunkte für die Kindererziehungszeiten bekomme? So eine Anfrage, die uns auf rentenbescheid24.de in den letzten Tagen eingegangen ist. Ich befürchte, das wird so nicht klappen. Die erst verstorbene Ehefrau hatte die Kindererziehungszeiten für die gemeinsamen Kinder zuerkannt bekommen. Diese Zuerkennung ist bindend. Sie kann nur in Ausnahmefällen auf den anderen Ehepartner übertragen werden. So zum Beispiel, wenn die Ehefrau vor dem 01.01.1986 verstorben wäre. Aber das war sie natürlich hier in dem Beispiel nicht. Als sie verstarb, hatte der Anfragesteller einen Anspruch auf eine Witwerrente. Und in dieser Witwerrente waren die Kindererziehungszeiten natürlich anerkannt. Ja? Das heißt also, die waren dort mit verarbeitet und die Entgeltpunkte aus den Rentenansprüchen der verstorbenen Frau sind natürlich Grundlage für die Witwenrente oder für die Witwerrente. Mal angenommen, er hätte jetzt nicht wieder geheiratet im Jahr 2013, dann wäre seine Witwenrente oder seine Witwerrente auch dadurch gestiegen, dass er zum Beispiel den Zuschlag für die Mütterrente 1 und 2 bekommen hätte. Aber das war jetzt nicht so. Er hat 2013 geheiratet. So, und damit hat er den Anspruch auf seine Witwerrente verloren. Er hat natürlich einen Abfindungsanspruch, 24 Kalendermonate Witwerrente, aber danach ist Schluss. Nur wenn er jetzt die zweite Ehe beendet durch Scheidung oder durch Nichtigkeit, dann kann er wieder eine Witwenrente nach dem sogenannten vorletzten Ehegatten bekommen. Dann würde er abgeleitet auf die Witwenrenten an, auf die Ansprüche, die seine Frau hätte, auch hier wiederum einen Anspruch darauf haben, dass er die Kindererziehungszeiten zuerkannt bekommen würde. Aber das ist eigentlich nur sozusagen Nebengeplänkel. Er hat definitiv keinen Anspruch auf die tatsächliche Überschreibung der Kindererziehungszeiten auf seine Altersrente. Näheres zu diesem Thema und zum Thema Kindererziehungszeiten und die Zuordnung von Kindererziehungszeiten finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.